Auch wenn es abstrakt ist, lehrt es uns sehr viel, einfach mal so einen größeren Blick auf das Ganze zu werfen von oben und sagen, ah, okay, hier sind die ganzen Sachen, also auch unsere Gedanken zu strukturieren und sagen, okay, all diese Sachen, die wuseln in meinem Kopf herum, wie kann ich die quasi in eine Struktur bringen, dass ich, okay, ich sehe die Vision und ich sehe, was ich als nächstes machen will. Also es lässt sich genau auch darauf übertragen, Mindmapping und diese ganzen Geschichten. Oder auch, ja, wie kriegen wir die globale Krise in eine Harmonie? Hey Natural Biohacker, herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Natural Biohacking Podcast. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist die Heike Billek hier bei mir im Park. Und zwar ist nicht der Treptower Park, sondern die Hasenheide. Und die Heike, die hat Biotechnologie studiert in Darmstadt und in Freiburg auch ihren Doktor darin gemacht. Und danach hat sie erstmal die Welt bereist, um ein bisschen ein tieferes Verständnis vom Leben zu bekommen. In Indien hat sie sich dann immer mehr mit dem Thema Sacred Geometry und Metaphysics beschäftigt. Wird sie uns auch gleich noch erklären, was das denn genau ist. Und danach hat sie zusammen mit einem Geschäftspartner Into Infinity gegründet und kombiniert ihre Leidenschaft für Wissenschaft, Spiritualität und Kunst in einem Projekt. Und wie dieses Projekt aussieht, das wird sie uns auf jeden Fall jetzt erklären. Herzlich willkommen, Heike. Hallo, Robin. Ja, toll, hier zu sein. Ja, es war ziemlich interessant, die letzten 3 Jahre, 4, 5 Jahre tatsächlich. Ich bin ja einfach drauf losgereist, wie viele Nomaden wahrscheinlich auch, ohne Plan. Ja, ich habe mit meiner wissenschaftlichen Ausbildung erstmal gedacht, ich weiß gar nicht, was ich damit jetzt machen will. Und habe mich ganz einfach für eine Yoga-Ausbildung entschieden in Indien. Und damit bin ich so in die Spiritualität reingerutscht. Habe aber dann noch ganz viele verschiedene Sachen gemacht, ausprobiert, bis ich dann irgendwie doch auf die heilige Geometrie gestoßen bin, was so ein absolut ganz tolles Tool ist, um Metaphysik zu verstehen. Metaphysik ist im Prinzip so eine Brücke zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Also das heißt im Prinzip, ich konnte mein wissenschaftliches Wissen dadurch doch sehr einsetzen auch. Ja. Ja, man macht ja alles aus irgendeinem Grund, ne? Und dann wird sich das halt im Leben irgendwann so entfalten, sodass man es dann weiß, so rückwärts halt so ein bisschen versteht, ja? Ja, mega cool. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass ich habe das überhaupt nicht geplant, das ist mir einfach so zugeflogen. Also durch, sagen wir mal, Yoga, Meditation und solche Geschichten lernt man schon noch auch so einen ganz anderen Teil der Welt kennen. Also etwas, was größer ist als das, was man, sagen wir so, messen können, objektiv sehen können mit der Wissenschaft. Also dass da, was ist Bewusstsein eigentlich? Und gibt es da auch eine innere Connection? Gibt es eine Intuition? Wo kommt die her? Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Link, diese Sachen auch logisch zu verstehen. Weil, sagen wir mal, die ganzen Mandalas ist ja im Prinzip alles von unseren Vorahnen, ja, in Ägypten, in Griechenland, in Indien. Alle diese Formen findet man überall auf der Welt und es sind teilweise die gleichen Formen. Und sehen wir uns mal diese großen Gebäude an, die Pyramiden, die haben alle geometrische, mathematischen Relationships innen drin. Und das sagt uns ja eigentlich schon sehr viel von unseren Vorahnen, dass sie doch da einiges wussten, was wir anscheinend doch wieder vergessen haben. Und sagen wir mal so, die moderne Wissenschaft ist eigentlich, ja, kommt eigentlich von der Spiritualität. Ja, ich meine, sagen wir mal, früher hat man immer gedacht, man muss Gott verstehen, wenn ich mal das Wort so sagen darf. Ja. Ja, also dass es im Prinzip eine Connection gibt zwischen allen Sachen, sagen wir von der Quantenphysik bis zum Kosmos. Ja, dass es bestimmte mathematische Verhältnisse gibt, die sich immer wiederholen. Und dass die Geometrie eigentlich ja so ein gemeinsamen Punkt darstellt, wo man eben die Sachen auch visuell verstehen kann. Hast du schon, bevor du studiert hast, dich so für solche Sachen interessiert, für solche altertümlichen Formen vielleicht schon? Ja, ich glaube, jeder von uns, wenn er mal so ein paar Dokumentarfilme gesehen hat, ich finde es schon faszinierend. Ja. Wobei ich mich da jetzt nicht speziell massiv damit beschäftigt habe. Aber ja, das kam dann auch wieder hoch. Und ich finde es unglaublich spannend zu verstehen, ja, wo kommen wir eigentlich her? Und wo ist das ganze Wissen jetzt? Wo ist es? Wir lernen es nicht in der Schule. Und was passiert noch im Kosmos? Gibt es ja etwas, nachdem wir sterben? Also es sind eigentlich so Fragen, die sollte sich jeder mal stellen, weil wir doch sehr limitiert sind in unserer Perspektive vom Leben. Ja, also wir beschäftigen uns nur mit dem Alltag, ja, mit was mache ich jetzt als nächstes, mein Beruf, meine Familie. Und dann geht es dann um die Rente und solche Geschichten. Ja. Und ich sag mal so, wenn wir uns mal mit Metaphysik beschäftigen, dann öffnen wir unser Bewusstsein zu dem, was wir
normalerweise, mit dem wir uns nicht so befassen, ja, so das Übernatürliche, das Spirituelle, gibt es da auch einen größeren Sinn für dein eigenes Leben? Bevor wir da jetzt so richtig eintauchen, ja, machen wir vielleicht erstmal so ein bisschen eine Begriffserklärung auch für die Zuhörer. Ja, du hast jetzt schon mal das Wort heilige Geometrie erwähnt, Metaphysik. Vielleicht magst du die zwei Sachen auch mal kurz erklären. Du hast mich ja auch angesprochen, so bei deinem nach deinem Workshop, den du auf der DNX gegeben hast, zu meinem Tattoo, ne, was ja auch so ein Mandala ist. Ich glaube, so viel habe ich mir gar nicht dabei gedacht, wo ich es mir damals gestochen habe. Aber nimm uns doch mal ein bisschen mit, was denn eine heilige Geometrie auch für dich und vielleicht auch allgemein bedeutet. Also ich finde es sehr interessant, weil ich sehe diese Symbole sehr oft. Das glaube ich dir. Überall eigentlich. Es ist ja immer, jetzt sind wir immer moderner, diese heiligen Geometrie-Symbole auch als Tattoos zu sehen. Die sind tatsächlich sogar in Logos zu finden. Ja, im Prinzip ist es ein ganz bestimmtes Muster, das sich von einem Punkt entfaltet. Also Punktkreis, dann werden es zwei Kreise, sieben Kreise. Also es ist ein ganz bestimmtes Pattern, was immer komplexer wird und quasi von, sagen wir mal, der Singularität, was ja auch in der Wissenschaft, sagen wir so, ist, wir kommen aus der Singularität, sich dann zu 3D tatsächlich entfaltet. Und ja, was bedeutet das? Zum einen gibt es sehr viele Leute, die damit heilen, ja, tatsächlich. Also ja, Symbole benutzen, um bestimmte Energieblockaden aufzulösen auch. Was wir jetzt im Grunde genommen nicht machen, also wir machen eher so das, das Verständnis, also wie kann man das erklären? Ja. Und ja, heilige Geometrie, diese Symbolik findet ganz klar Beziehung zur Wissenschaft auch. Also wenn man sich da mal anschaut, wie ja, Energie geometrisch quasi verteilt ist, wie Atome aufgebaut werden und wir uns mal den Raum anschauen statt der Energie, dann sehen wir eigentlich, dass der Raum selber, ja, der 99,99% ist tatsächlich Raum, ja, ist geometrisch. Also es gibt da einen Pattern, was wir nicht messen können. Also wir können ja tatsächlich weniger als 1% im Atom messen. Das heißt, was du jetzt gerade siehst, das meiste davon ist leerer Raum. Ja. Und wenn wir uns mal darauf fokussieren, okay, da ist die Energie, aber die Energie, wo sie auftaucht, ist tatsächlich geometrisch. Ja, wir laufen hier auf der Erde, das ist ein 90-Grad-Winkel. Ich meine, wo kommt das alles her? Und ja, die heilige Geometrie klärt das im Prinzip auf. Also sie gibt uns quasi so Hints und Schlüssel, um genau das zu verstehen, wie diese Strukturen sich entfalten, um quasi unser eigenes Leben auch zu verstehen. Ja, der Raum, in dem wir uns befinden, Gravitation, all diese Geschichten. Ja. Auch was wir jetzt zum Beispiel als schön empfinden, wenn wir uns mal anschauen, manche Menschen finden wir sehr schön. Warum eigentlich? Ja, weil ihnen bestimmte mathematische Verhältnisse haben. Der goldene Schnitt und all diese Geschichten. Ja. Okay. Und was macht jetzt die Metaphysik genau? Naja, man würde mal so sehen, dass es expandiert so deine Gedanken. Ja, du kriegst einen größeren Einblick auf das, in dein Leben, das Universum. Und im Prinzip kann man das dann auch wieder darauf ableiten, was ist eigentlich so dein eigener Sinn? Wie kann man dein eigenes Leben in die richtigen Bahnen lenken? Also für mich hat es zum Beispiel sehr dabei geholfen, so synchrone Events quasi in mein Leben zu führen. Also sagen wir, diese Power of Manifestation, all diese Sachen funktionieren ja schon. Aber warum funktionieren sie? Das heißt, wenn wir uns mit Geometrie beschäftigen, dann können wir das quasi beschleunigen, also unsere Gedanken zu manifestieren und auch zu verstehen, warum manchmal es nicht funktioniert. Also das Gesetz des Karma und all diese Geschichten, ja, finden darin eine logische Begründung. Okay, mega spannend. Wie kann ich denn nun konkret damit arbeiten? Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich sehr viel Input, also auch für mich. Ich bin dann wirklich noch sehr neu in dem Thema auch. Ich finde es mega spannend, sonst hätte ich mir das wahrscheinlich auch nicht tätowiert damals. Ich habe sogar heilige Geometrie eingegeben bei Google, um was zu finden. Aber wie kann ich jetzt so in meinem Alltag mit den Sachen arbeiten? Ich habe viele gesehen, die jetzt zum Beispiel so ein Standard ist ja so diese Blume des Lebens, ne, auf jede Wasserflasche, auf jeden Laptop drauf und so weiter. Was macht das und wie kann man halt konkret damit arbeiten? Ja gut, wenn man diese Symbole bei sich hat, das ist ja schon mal einmal so energetisch positiv, dass es wirklich so eine positive Ausstrahlung hat. Da gab es ja auch noch jemand auf der DNX, der diese Ketten gemacht hat. Ja. Weißt du noch? Genau. Ja, ja, der hatte quasi diese Ketten im goldenen Schnitt designt. Und das quasi einen Effekt hatte auf Wasser. Und man plötzlich irgendwie so einen Schutz hatte vor bestimmten Strahlungen. Mhm. Also tatsächlich Symbole selber, auch wenn man das überhaupt nicht versteht, in den Gebäuden, in denen man ist, wenn die bestimmte Strukturen haben, kann das einen positiven Effekt auf einen haben. Auf der anderen Seite kann man das natürlich auch nutzen, ja, Mandalas, Meditation. Nur wenn man die Sachen malt, kommt man natürlich auch in so einen
sehr, sehr entspannten Gedankenfluss, ja, und lässt die Inspirationen so fließen. Und es ist eine andere Art von Meditation, also indem man Mandalas malt und dazu meditiert. Das mache ich tatsächlich, ich versuche es jeden Morgen, eine halbe Stunde, um quasi meine Gedanken zu fokussieren und etwas in mein Leben zu bringen. Was möchte ich erreichen? Ja? 30 Minuten zu einem Mandala chanten, also mit Mantras auch, und so ein Bild zu malen, was ich denn jetzt in mein Leben rufen möchte, das kann einen sehr großen Effekt haben. Also das ist natürlich so die absolut praktische Applikation. Ja, wir wollen ja immer irgendwas verändern. Ja. Und dann das Dritte würde ich sagen, ja, am Ende geht es halt eben genau darum, zu verstehen, was wir leben. Mhm. Es geht um Wissenschaft, aber die Wissenschaft ist natürlich sehr komplex, wie sie im Moment ist. Ja, sagen wir mal, jeder Laie kann da jetzt nicht einfach so einsteigen. Ich denke, die heilige Geometrie und wie wir diese Sachen Menschen beibringen, gibt für jeden einen guten Einstieg in das Thema, um auch zu verstehen, okay, was ist eigentlich Quantenphysik und wie funktionieren die Sterne, wie funktioniert Gravitation, was ist Raum, was ist Zeit. Und damit, sagen wir, dein Mind komplett zu erweitern. Und was dann passiert, das kann ich auch nicht sagen, weil jeder so seine ganz anderen Erfahrungen damit macht. Ja, was bedeutet das für die Person dann? Sieht er dann mehr Geometrie? Hat er irgendwie das Gefühl, oh ja, jetzt möchte ich doch irgendwie was verändern, weil ich irgendwie nochmal einen ganz anderen Einblick dazu habe? Ja, kann sehr viel verändern. Okay. Was ich noch spannend finde, so als alter Biohacker, ist natürlich immer auch so diese Morgenroutinen. Du hast gesagt, dass du da Mandalas zeichnest auch, ne, und dass du auch Sachen oder Mandalas dir anschaust, aber auch Sachen zeichnest, die du in dein Leben ziehen möchtest. Gibt's das schon so einen Präzedenzfall, wo du sagst, okay, ich habe das eine Weile gemacht und es hat dann irgendwann auch funktioniert? Ja. Es passiert eigentlich ständig. Das witzigste Beispiel kann ich ja mal kurz so nennen, das war nämlich in Nepal, da haben wir einen Kurs organisiert. Und ich wollte unbedingt 10 Leute haben. Es war aber sehr, sehr kurzfristig, weil wir sind erst ein paar Tage da vorher angereist. Und ich habe das aber versucht, ja, zu chanten. Und was eben dann passiert ist, es kam nur eine Person, ja. Aber diese eine Person wollte für 10 Leute zahlen. Ah, wow, okay. Was dann natürlich, okay, diese synchronen Events und wie es dann in dein Leben kommt, ist meistens immer ganz anders, als man denkt. Es hat natürlich dann erstmal nicht so geklappt, aber auf eine andere Weise irgendwie schon, ja. Also da muss man auch schauen, dass man am Ball bleibt. Also sagen wir, sehr große Visionen manifestieren sich nicht so schnell als kleinere Visionen. Und dann kommt es ja auch darauf an, wer du bist und dein eigenes Karma. Und wie du dich da auch anstrengst. Also sich quasi nur dahin zu setzen und zu sagen, ich möchte das und ich meditiere und chante, das reicht eigentlich auch nicht. Man muss dann da schon irgendwas machen. Wie ist es denn auch mit der Kombination dann so von Sound, vielleicht von visuellen, von den Sinnen allgemein? Das spielt natürlich, also denke ich mal, auch eine große Rolle auf, wie es dann eigentlich sich manifestiert im Leben, richtig? Ja, ich meine, Sound oder sagen wir Musik ist ein anderer Bestandteil von Sacred Geometry tatsächlich. Also was wir eigentlich machen, nennt sich Quadrivium. Das ist von den 7 freien Künsten vom alten Griechenland. Also die haben quasi im Quadrivium alles, was mit Zahlen zu tun hat, gelehrt. Zahlen in Raum ist Geometrie, was wir als Sacred Geometry jetzt bezeichnen. Zahlen in Zeit ist Musik. Also da kommt jetzt Sound und all diese Sachen zum Ausdruck. Dann gibt es noch Zahlen in Raumzeit. Da geht es um Kosmologie, also um die Sterne. Und die puren Zahlen um reine Mathematik sozusagen. Und all diese Sachen findet man eben in der heiligen Geometrie auch. Ich meine, man muss halt immer so unterscheiden. Das, was wir jetzt gerade machen, ist sehr, sehr intellektuell. Ja, also klar, da geht es auch um Meditation. Man kann Sound Healing damit reinfließen lassen und das machen wir auch. Aber in den Mandalas geht es auch wirklich darum, das zu verstehen. Ja, also wie kann ich denn die Realität verstehen? Was lerne ich dabei? Und dann machen ja auch diese ganzen Geschichten von wegen Sound Healing, bestimmte Frequenzen machen ja dann auch Sinn. Okay, jetzt verstehe ich, warum es funktioniert. Also wir haben ja diese positiven Erfahrungen, jetzt möchten wir sie aber natürlich auch logisch erklären. Weil im Moment, sagen wir mal, hier ist die Spiritualität ist auf der einen Seite und total esoterisch und für viele westliche Kulturen sehr schwer zugänglich, sagen wir durch die Wörter auch, hatten wir vorhin ja schon gesprochen. Und auf der anderen Seite haben wir die Wissenschaft, was sehr logisch ist, aber teilweise von dem Modernen komplett abwandert, also überhaupt keinen Link hat. Ja. Und wie bringen wir diese Sachen eben nun zusammen? Eben doch durch Logik, ja. Und die heilige Geometrie ist quasi wie ein Schlüssel, das zu verstehen.
Okay. Ihr müsst doch mal in so einen Workshop mit rein. Wie bringt ihr denn, bringt ihr den Leuten so das nahe? Ist das sehr theoretisch oder erfahren sie auch selber das? Oder? Wir nennen es Accelerated Learning, ja, also okay. Beschleunigtes Lernen. Ja. Das bedeutet, in den Live-Events ist es so, dass jeder malen muss. Ja, okay, cool. Also keine Angst, ja, ist wirklich super einfach, weil wir benutzen nur Zirkel und Lineal, wie die alten Kulturen auch. Ja. Und damit kann man quasi die ganzen Mandalas malen und zeichnen. Mhm. Und durch dieses Zeichnen auch zu verstehen, wie sich das eigentlich entwickelt. Und man kann sich vorstellen, es ist wie so eine Maschinerie. Und die Mandalas sind quasi wie so ein Foto von jedem Schritt. Das heißt, wir können ganz klar verstehen, wie sich etwas entfaltet und auch nachzuvollziehen, was dann die Mandalas bedeuten. Also es ist quasi so eine Mischung aus kreativen Zeichnen, sehr viel Wissen und Body Movements auch. Meditation bringen wir auch natürlich mit rein. Weil natürlich Kopf, also Verstand, Herz und Körper müssen alle in einem agieren, um dann natürlich auch wieder das nicht zu vergessen. Wir haben vorhin auch mal das Wording kurz angesprochen. So, wie siehst du denn die Welt im aktuellen State jetzt? Also ist da diese Esoterik ist ja schon noch sehr präsent. Ne? Es gibt viele Shops, die Sachen anbieten, egal ob es ein Schmuck ist, ob es Räucherstäbe sind, ob es irgendwelche Aufkleber sind und so weiter. Doch wie siehst du jetzt die Welt aktuell? Ist da ein Verständnis bereits da? Auch vom Mainstream wahrscheinlich eher nicht. Ja, oder siehst du da vielleicht eine positive Bewegung auch? Ja, also sagen wir mal so, wir leben in einer Zeit, wo großer Umschwung passiert. Also sehr viele Menschen, auch in der westlichen Welt, fangen an aufzuwachen und zu verstehen, dass da doch noch was anderes ist. Und das ja durch Tattoos oder Leute, die jetzt auch jetzt in der Nomadenbewegung immer mehr in Richtung Spiritualität gehen. Ja, man sieht schon was Positives auf jeden Fall. Aber, sagen wir mal, Mainstream, schwierig. Sehr schwierig, weil das Mainstream-wissenschaftliche Denken doch sehr, sehr, sehr weit weg ist von dem, wie wir denken, die Welt funktioniert. Ich meine, es gibt einige Nischenwissenschaften, die dann auch sagen, ja, wir leben in einer Simulation. Das würde dann schon eher in diese Richtung gehen. Und man muss halt einfach schauen, okay, wie könnte man da zusammenfinden? Und das ist eigentlich ganz gut, dass du das ansprichst, weil ich habe mir vor den letzten paar Tagen da mal ein bisschen Gedanken dazu gemacht, also auch global gesehen, wie wir eigentlich miteinander agieren, ist nicht sehr harmonisch. Ja. Ja, und heilige Geometrie zeigt uns genau das, ja, dass alles eigentlich in Harmonie ist, ja, dass wir halt versuchen müssen, in Harmonie miteinander zu leben. Und das muss überhaupt nicht esoterisch sein, also es kann komplett logisch sein und sagen, okay, wo hat denn jetzt jeder einen Benefit? Ja, das der Outcome. Wie können wir zusammenarbeiten, wo wir uns nicht gegenseitig zerstören, wie es im Moment leider läuft? Ja, ich habe das jetzt selber auch mitgekriegt. Ich bin jetzt hier auf dem Weg in Berlin gewesen und es ist wirklich sehr viel Aggression auch unterwegs. Also egal, ob man jetzt die Leute nicht rechtzeitig aussteigen lässt aus der S-Bahn und so, es gibt immer gleich irgendwie ein Eklat und so weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir da halt mehr in diese Oneness kommen, diese Ganzheit auch. Und da ist, glaube ich, Sacred Geometry ein guter Schlüssel auch, ja. Ja, es ist halt eine Abstraktion auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es, auch wenn es abstrakt ist, lehrt es uns sehr viel, einfach mal so einen größeren Blick auf das Ganze zu werfen von oben. Und sagen, hier sind die ganzen Sachen, also auch unsere Gedanken zu strukturieren und sagen, okay, all diese Sachen, die wuseln in meinem Kopf herum, wie kann ich die quasi in eine Struktur bringen, dass ich, okay, ich sehe die Vision und ich sehe, was ich als nächstes machen will. Also es lässt sich genau auch darauf übertragen, Mindmapping und diese ganzen Geschichten. Oder auch, ja, wie kriegen wir die globale Krise in eine Harmonie? Ich meine, auch da könnte man ansetzen, überlegen, okay, wie könnten wir das Ganze ändern, indem wir miteinander arbeiten? Wo sind halt die Schwachstellen und wie können wir diese transformieren? Weil am Ende, ja, wir müssen jeden berücksichtigen. Wir können nicht sagen, das sind die Feinde und die möchte ich gar nicht, auf die will ich gar nicht zu sprechen kommen. Ja. Nein, aber die sind ein Teil von uns. Das heißt, wie müssen wir quasi alle integrieren, dass wir alle was davon haben? Okay. Und ich meine, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ja. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt. Mal mit den Banken zu reden. Ja, zum Beispiel. Mit den Banken zu reden. Ja. Ja, ich meine, alle Lösungen sind da. Sagen wir mal so, die Lösungen sind alle da. Das Problem ist Informationen, wie die quasi dargestellt werden. Ja, also wir haben das Internet, das ist nicht das Beste. Ja. Sagen wir mal, wie wir wissen,
was geht eigentlich auf dieser Welt gerade ab? Da gibt es bessere Systeme, die müsste man entwickeln, um eben zu sehen, okay, hier sind Lösungen, wie können wir die implementieren? Und das ist eben das Schwierige, weil es da einige Challenges gibt. Es ist nicht so, dass jede Lösung auf einmal implementiert werden kann, so einfach. Also es ist nicht einfach, ein Business zu gründen. Ja. Und da müsste man das halt eben auch ändern. Also warum ist es so, dass es nicht geht? Aber das ist jetzt schon ein anderes Thema. Könnte man fast einen eigenen Podcast das machen. Das ist ein anderes Thema, ja. Aber damit beschäftige ich mich auch sehr, sehr, sehr stark. Mega cool. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen auf die Alltagstauglichkeit der Sacred Geometry, Metaphysics und den Sachen, mit denen du arbeitest, gehen. Und zwar hast du vorhin mal das Tool Mindmaps angesprochen. Ja, du hast ja schon immer gesagt, ich mache auch manchmal so Mindmaps so für die Podcasts. Und gesagt, da hätte ich vielleicht eine bessere Lösung für dich. Mhm. Und mich würden halt wirklich solche Tools auch interessieren, wie man Sacred Geometry nehmen kann, um gewisse Sachen für sich herauszufinden und eine gewisse Struktur auch reinzubringen, weil das ist, glaube ich, auch das, was dahinter so wichtig ist. Ja, Gamifying, sage ich dir mal. Man muss also seine Gedanken oder Prozesse auf spielerische Weise irgendwie dann zusammenbringen. Ja. Ich meine, wir entwickeln so ein paar Konzepte da in den letzten paar Jahren. Es wurde tatsächlich schon programmiert und dann doch wieder fallen gelassen. Okay. Wir schauen jetzt mal diesen Winter, wie weit wir damit kommen. Aber ja, im Prinzip kann man Gedanken über Kreise darstellen, ja, und es vereinfachen, alles sehr viel vereinfachen, in so einem holistischen Art und Weise darzustellen. Das heißt, wie so ein Kreis. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht in die Details gehen, wie es funktioniert. Ja. Aber sagen wir mal, auf diese Art und Weise, also wir machen es tatsächlich auch offline, also dass wir im Prinzip einfach mal schauen, wie so Karten, alle Gedanken auf den Tisch zu bringen, sagen, okay, wie kann man diese Gedanken strukturieren, das passt irgendwie besser da zusammen und das visuell auch so zu machen. Und dann sieht man auch Beziehungen, ah, das ist ja dann quasi gegenüber, also Geometrie ist da im Spiel, das ist daneben, das hat eine Beziehung zueinander, das hat eine Beziehung zueinander. Kann ich diese Daten dann verallgemeinern? Kann ich da einen Überbegriff dazu finden? Und ja, es ist quasi wie so eine Art geometrisches Mindmap mit Fraktalen, also wo man quasi auch immer mehr Informationen mit reinbauen kann, aber man muss es quasi ja in so Ebenen gestalten. Ja, und in der Ebene, geht dann wieder ein anderes Spiel auf. Ja. Und dann müssen wir dann noch mehr quasi dran arbeiten. Aber das machen wir eigentlich immer, wenn wir Sachen neu planen. Also wir mindmappen die durch so ein Spiel. Und das kann man tatsächlich auch komplett ohne Karten machen. Einfach anfangen mit so Notizblöcken und die eigenen Sachen aufzuschreiben und dann einfach die Gedanken festhalten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil wenn wir sprechen, dann vergessen wir das total oft, was wir eigentlich geredet haben. Yeah. Und dann sehr oft verhalten wir uns immer in diesen Kreisen. Dann kommen wir irgendwie nicht zu einem Punkt. Ja, wenn man das aber natürlich auf Karten bringt, auf den Tisch und sagt, okay, das ist wie so eine Art Spiel, dann kann man das sehen, was man eigentlich gesprochen hat, ja, und das dann hin und her schieben und dann zu versuchen, halt eine Lösung zu finden. Und spielerisch lernt man ja auch besser. Ne? Ja, ich finde es sehr schade, dass in der Erwachsenenwelt all das so weg ist. Ja, man sollte, sehr, sehr schade. Man sollte das einfach, ja, weiterführen. Ich meine, gerade auch verschiedene Sachen miteinander zu kombinieren. Ja, so das Logische, das Spielerische, das Künstlerische. Wir sind visuelle Menschen. Und das zu vereinen, ja, hat einen sehr großen Vorteil. Cool. Was bei mir ja auch meiner Arbeit immer sehr wichtig ist, ist das Embodiment und halt auch wirklich so Bewusstseinszustand verändern. Könnte man das auch quasi mit Sacred Geometry machen? Du hast vorhin zum Beispiel gesagt, du schaust dir Mandalas an und dass man vielleicht sagt, wir sind ja immer sehr krass im Kopf auch drin in letzter Zeit, auch so durch unsere ganze multioptionale Welt, in der wir leben, und dass da auch vielleicht ein Schlüssel sein könnte, sich Mandalas zu malen, Sachen anzuschauen, um wieder produktiver vielleicht auch zu werden oder ein Stück weit entspannter halt. Ja, alles. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie man quasi den Schlüssel dreht, ja, in seinem Kopf. Mandalas sind da auf jeden Fall einer. Wie gesagt, bei jedem anderen schlägt es da anders aus. Teilweise ist es auch einfach so diese Perspektive, dass man auf einmal eine andere Perspektive bekommt, wie man die Welt sieht. Ja, also ein ganz einfaches Beispiel, würde ich ganz gerne mal nennen, ist zum Beispiel der Punkt und der Kreis. Stell dir vor, du bist der Punkt. Und wenn man sich so den Horizont anschaut, ist es eine Linie. Richtig? Mhm. Und diese Linie geht um einen herum. Sagen wir mal, wir sind auf dem Meer und da ist kein Wasser. Stimmt. Ja? Du sitzt in einem Kreis. Ja. Ja? Wow. Und wenn du dich jetzt hochbeamst von der Erde raus, immer höher, und dann wird dieser Horizont auf einmal ein großer Kreis, weil du die ganze Erde siehst. Und je weiter du dich davon wegbewegst, wird dieser Kreis immer kleiner und er wird zu einem Punkt. Mhm.
Ja, und das ist so eine Meditation, die wir ganz oft machen, dann einfach mal so eine Perspektive zu bekommen, okay, man kann die ganze Welt ganz einfach sehen, mit ganz einfachen Geometrien. Was macht das mit deinem Kopf? Klick. Ja. Ja? Weil man überhaupt nicht darüber nachdenkt. Ja, und einfach so mal ein bisschen seine Position in der Welt zu sehen. Weil eigentlich, du bewegst dich nie. Stell dir mal vor, du bist immer in der Mitte. Ja. Egal, was du machst, wie schnell du dich bewegst, wo du bist, du bist immer in der Mitte und die Art, wie du die Realität siehst, ist immer gleich. Ja, da ist eine innere Welt hier und da ist eine äußere Welt. Ja. Und diese äußere Welt, wenn ich mir jetzt die Hand ausstrecke, dann kann ich dich in 3D anfassen, 3D. Mhm. Aber alles, was ich weiter weg sehe als meine Hand, ist es 2D oder 3D? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich 2D, oder? Ja. Also natürlich, wir haben zwei Augen, es gibt uns so einen Sense of 3D und weil wir uns ja auch die meiste Zeit bewegen, sieht es aus wie 3D. Aber eigentlich könnte man die Welt auch anders sehen. Man könnte sagen, du bist der stille Punkt, dann geht es ja auch im Buddhismus, ja, dass dieser stille Observer in dir drinnen, bei Meditation, dass sich damit connectest. Und das, was du siehst, ist im Prinzip eine Bubble. Ja. Und diese Bubble verändert sich die ganze Zeit. Und und wenn du glaubst, du bist in dieser Bubble und es ist eine Illusion, wie kannst du dann Sachen in dein Leben ziehen? Ja, durch deine Gedanken, durch dein Bewusstsein, was du auch tust. Und damit hast du ja schon einen ganz großen Shift in deiner Perspektive, wie du die Welt siehst. Ist nicht einfach, das weiß ich. Ist nicht ganz einfach, das so zu verinnerlichen. Da muss man auch sehr viel meditieren. Deswegen, es reicht nicht alleine nur, das Wissen zu nehmen. Es ist auch wichtig, dann auf der anderen Seite all die ganzen Sachen, die du auch machst, ja, Meditation, Atmen, super wichtig, ja. Und dann auch so diese Connectedness, die Liebe zu jedem Menschen quasi auszudrücken. Wir sind so verschlossen. Ich war so schockiert, als ich jetzt in Deutschland wieder angekommen bin. Ja. Ist so, ja, diese Verschlossenheit und diese Angst vor anderen Menschen. Ich meine, wenn man das alles wegnimmt, sagen wir, der Körper all das wegnimmt und einfach nur diese Person sieht, wie sie auch ist, genauso wie du, pures Bewusstsein. Ja. Dass wir uns damit auch miteinander viel mehr verbinden. Mhm. Ja. Das ist noch ein weiter Weg. Es ist, es muss auch gar nicht sein, so ein weiter Weg. Ich meine, deswegen, wir machen Retreats, in denen man da ganz schnell offen wird. Ja? Mhm. Weil man es nicht nur versteht, weil man es nicht nur praktiziert, meditiert. Und auch einfach selber nochmal einen ganz krassen Shift hat. Was will man eigentlich in seinem Leben machen? So ein, was möchte ich jetzt eigentlich machen? Okay. Wie ist es denn so für dich, wenn du dann aus Goa kommst und wieder nach Deutschland kommst und dann halt diese Getrenntheit wieder erfährst? Gibt es da irgendwelche Tools, die du für dich nutzt, um dich da so ein bisschen abzuschirmen oder auch vielleicht ein bisschen dich besser zu fühlen auch? Also ich würde nicht sagen, das Einzige, was ich mache, ist halt natürlich diese Rituale morgens. Ja. Das ist super wichtig, weil es bringt mich in einen meditativen Zustand. Und so eine Connectedness zu allem. Ja. Aber ansonsten, ich meine, ich verstehe das doch. Ich verstehe ja auch die Menschen, ich verstehe auch mich. Ich bin ja auch nicht perfekt. Ja. Und es ist, glaube ich, eher so, dass ich den Menschen vergeben kann, wenn sie dann so sind. Und das ist, glaube ich, was anderes, als dass ich jetzt was machen könnte, aber ich vergebe. Ja. Das ist so die erste Sache. Ich habe das tatsächlich vorhin auch gemacht. Da ist nämlich eine mit ihrem Fahrrad gekommen und ist kurz so auf dem Fußgängerstreifen gefahren. Und hinter mir ist einer gelaufen und hat dann irgendwie gesagt, guck nach vorne, meine Fresse, keine Ahnung was. Ja, und ich arbeite dann immer mit dem Satz, sei der Friede mit dir. Und ja, es gibt mir vor allem auch mega viel in dem Moment, weil früher hätte ich mich, glaube ich, noch aufgeregt. Oder. Ja, ich glaube, weißt du, was die Metaphysik mir gebracht hat, war eben, so die Welt zu sehen, so wie sie ist und nicht so, wie ich sie konditioniert sehe. Weil wir sind ja alle sehr konditioniert und ich bin auch absolut noch konditioniert. Aber dass es einem bewusst ist, dass man es ist und dass man halt alles nicht so ernst nehmen muss. Und und da auch viel besser reflektieren kann. So, okay, ich verhalte mich jetzt so, weil ich diese Erfahrung hatte von meinen Eltern, von meinen Freunden, wo auch immer das herkommt. Mhm. Wir sind ja alle konditioniert. Und ich stelle es immer ganz gern da in Geometrie. Ja. Ganz einfach. Nur in Kreisen im Prinzip, ja. Da ist quasi der erste Kreis, ist die erste Hülle, wie sein Körper. Also da ist quasi so eine Begrenzung zwischen innen und außen. Ja. Und dann der nächste Kreis ist im Prinzip der Moment, in dem du dich befindest. Wir sind gerade hier.
Und das ist alles, was ich von der Welt sehe. Ja. Der nächste Kreis ist im Prinzip, ja, dein Umfeld, also in dem du aufgewachsen bist, deine Community. Die digitale Community ist super gut, ja, weil da sehr viel neuer Input da reinkommt. Aber sagen wir mal, dein Freundeskreis oder deine Arbeitswelt, in der du dich befindest, die prägt dich ganz, ganz stark. Mhm. Und du wirst irgendwann auch so, ja, wie dein Umfeld. Und der nächste Kreis ist im Prinzip, sagen wir mal, so deine Kultur. Ich bin jetzt Deutsche oder dann bin ich Inderin oder keine Ahnung. Wir haben ja immer so ein Bild von diesen Kulturen. Und das prägt uns auch, unser Unterbewusstsein. Und dann das letzte ist im Prinzip die ganze Welt. Also die ganze Welt, wie beeinflusst uns diese ganze Welt? Und darüber hinaus, da geht es in so Metaphysik. Ja? Ja. Was wissen wir denn da noch? Und das finde ich interessant, wenn man sich das mal überlegt, dass wir quasi ganz viele Schalen haben, die um uns herum sind, die uns prägen und unsere Persönlichkeit ja beeinflussen. Also noch nicht mal nur beeinflussen, sondern zum größten Teil eigentlich formen. Ja. Also viele Sachen kommen gar nicht aus unserer eigenen Entscheidung, sondern einfach, weil die Umwelt so ist und wir uns darauf einstellen. Und ich denke, da kann eben die Metaphysik schon helfen, da erstmal so von oben das einfach alles zu sehen, von weit weg. Sich rauszuzoomen auch so ein bisschen. Ja. Und zu sehen, ah, okay, deswegen bin ich so. Ja, und dem mehr bewusst zu werden. Und das kann man eben nur, wenn man sich natürlich mal mit was anderem beschäftigt. Wenn man immer nur in dem gleichen Umfeld ist und man sich, ja, nur mit Fernsehen beschäftigt oder Informationen, die von diesem Umfeld kommen, dann ist es sehr schwer, auch sich zu verändern. Deswegen, glaube ich, helfen wir da den Menschen doch sehr, auch da einfach mal rauszugehen und sich auf andere Sachen einzulassen. Aus der Komfortzone eigentlich rauszugehen. Ne? Absolut. Ja, weil man nicht darüber nachdenkt. Man denkt über die Sachen nie nach. Aber wenn man sich darauf einlässt, wow, gibt es so Aha-Effekte. Ah, jetzt verstehe ich das. Cool. Das merkst du dann natürlich auch viel mehr, wenn du halt in solchen Communities dann unterwegs bist, ja, ob es nur in Goa ist oder auf der DNX und so weiter. Ja, ja, es gibt ganz viele tolle Menschen da draußen, leider noch nicht so viele davon. Wie siehst du denn die Welt in 10 Jahren? Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Ich denke, das wird ein sehr großer Shift stattfinden, findet jetzt schon statt. Ja. Und ich hoffe ins Positive, absolut ins Positive. Ich sage mal, die ganzen Lightworkers können sich mal zusammentun. Ja. Alle die Leute, die ein bisschen anders sind, sich zusammenzutun, weil das ist eben wichtig, dass wir nicht alleine da stehen. Ja, und wirklich Druck ausüben. Ja, sagen, okay, wir wollen was verändern und wir haben gute Lösungen. Ja. Und da muss keiner verlieren, gar keiner. Noch nicht mal die Banken, noch nicht mal die großen Kooperationen. Es ist nur ein Umdenken. Ein Umdenken, wie man natürlich auch mit coolen Ideen und nachhaltigen Ideen Geld machen kann. Weil letzten Endes Geld regiert die Welt. Ja. Wow. Cool. Ich glaube, da habe ich auch gar keine Fragen mehr dazu. Schöner Abschluss. Vielleicht noch eine Sache. Du hast ja auch so mehrere Symbole, die du trägst. Ne? Ich sehe da einen Lebensblumen und so weiter. Und das Symbol, ich weiß, ich kann es jetzt nicht benennen, aber vielleicht magst du mal so erzählen zu den Sachen, die du regelmäßig bei dir trägst, was die für dich bedeuten. Ja, also das, was ich hier trage, ist das Sri Yantra. Und das ist ein sehr, sehr komplexes Symbol. Wir haben es eigentlich noch gar nicht in unserem Lehrplan, weil das so advanced ist einfach. Okay. Aber das geht jetzt ins Esoterische. Ja. Also in Indien steht das halt für das multidimensionale Universum. Ja. Oder die neuen Formen der Durga, ist eine Göttin. Die Blumen des Lebens, ja, es ist so, oder beziehungsweise das ist der Samen des Lebens, 7 Kreise. Das wird oft auch genannt als the blueprint of creation, weil alle sagen, dass im Prinzip alles kommt von diesem Muster. Und ja, wir können zumindest erklären, dass tatsächlich die Formation von Atomen daraus kommt. Ja, 7 Kreise, hört sich ganz einfach an. Aber wie gesagt, das ist wie so ein, man kann sich die Welt vorstellen wie so eine Uhr. Und wie quasi ein Zahnrädchen in das andere dreht und quasi immer, immer komplexer wird. Ja, aber trotzdem die gleichen Verhältnisse immer in sich trägt. Das heißt, diese Symbole zeigen mir das immer wieder. Ich versuche mich halt daran zu erinnern, ja, wo wir herkommen. Weil wenn wir verstehen, wie die Atome kreiert werden durch diese Formen, ja, dann verstehen wir auch, wie wir selber kreiert werden, weil wir bestehen auch nur aus Atomen. Sehr spannend.
spannend, cool. Ich werde das auf jeden Fall nachher noch mal kurz ablichten auch und dann können wir es dann nachher in die Shownotes machen. Richtig cool. Vielleicht noch jetzt ganz zum Schluss die letzte Frage. Wenn jetzt der Zuhörer sagt, wow, das finde ich mega spannend alles und wie kann ich jetzt am besten damit starten? Gib mir mal so vielleicht deine ersten drei Schritte so in die Welt der Sacred Geometry und in die Welt der Metaphysik. Also Nummer eins, ich bin gerade noch in Berlin und morgen gebe ich meinen letzten Live-Workshop. Ja. Das ist um 37 bis 9 im UHU Urban Healing Center oder Unit. Ansonsten, wenn man es eben nicht schafft, zu diesen Live-Events zu kommen, es gibt sehr viel online, auch von anderen Menschen. Es gibt einige gute Dokumentarfilme dazu, Videos, zum Beispiel Consciousness Evolution ist ein ganz guter Blog, da zeigen die manchmal was davon, Spirit Science, also es sind jetzt quasi andere Leute, die das machen. Und wenn man länger Zeit hat, um zu planen, dann kommt ihr mal zu einem unserer Retreats. Yeah. Wir haben einen in Italien nächsten Monat, vom 20. bis 28. Juli. Und da geht es im Prinzip darum, auch Chakra-Arbeit, sozusagen diese Energiezentren, die im Prinzip auch geometrisch dargestellt werden, Energieblockaden aufzulösen, das mit Yoga, Meditation, Breathing zu verbinden, bisschen Coaching gibt's auch dabei. Und danach sind wir in Portugal im Oktober und danach in Goa. Okay. Also da gibt's einige Events, die wir planen. Und im Moment, wenn ihr uns sehen wollt, dann ist es genau das, diese Events. Ansonsten, wir arbeiten natürlich auch an Online-Kursen. Schauen wir mal, ob wir das vielleicht am Ende des Jahres launchen. Okay. Wir haben ein Buch geschrieben, das ist ein ganz kleines. Ja. Da geht es eben darum, wie man 3D-Körper bastelt. Also es ist wirklich so, das Kindliche wieder rauszuholen und mit Zirkel und Lineal diese Mandalas zu zeichnen und zu sehen, wie die quasi 3D machen. Mhm. Und damit auch so ein bisschen Einblick zu bekommen, wo sehen wir diese Formen auch. Also Buch kaufen, zum Retreat kommen und Videos anschauen. sehr gut. Wo kann man dann mehr noch erfahren? So auf Instagram seid ihr relativ... Wir sind bei Instagram, Into Infinity. Ja. Facebook, Tumblr, Pinterest. Yes. Zack. Diese Social Media Channels kann man uns finden. Unsere Webseite natürlich auch. Okay, werde ich natürlich alles nochmal in die Shownotes hauen auch. Ja, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit und wir werden jetzt hier noch ein bisschen die schöne Natur hier mitten in Berlin genießen. Ja. Ist ja so super. Und wenn du jetzt noch was hast, so zum Schluss, einen Satz, den du den Zuhörern noch mitgeben kannst, bitteschön. Das Leben ist sehr viel größer, als wir oft denken. Und wenn wir denken, es ist alles so viel, wir können das alles nicht verstehen, es fängt immer an mit einem Schritt. Und wenn wir uns einfach nur auf den nächsten Schritt konzentrieren können, und wenn es dann nur ist, was ist ein Kreis, dann haben wir schon mal den ersten Schritt getan und wir gehen in eine bestimmte Richtung und irgendwann kommen wir da an. Wow, dankeschön und bis bald. Bis bald, Robin, danke. Tschüss. Sacred Geometry and Metaphysics. So ein spannendes Thema und danke an Heike Willig für das Teilen ihres enormen Wissens und Erfahrungsschatzes. Wenn du mehr über die Arbeit von Heike und ihrem Team erfahren willst, dann kannst du live mit ihr arbeiten. Und zwar vom 20.07. bis 28.07., also schon bald, findet das Mindshift Yoga Retreat in den Bergen von Ligurien, Italien statt. Richtig cool. Dort wirst du neben Yoga auch Techniken lernen, wie du mit Sacred Geometry arbeitest und die Kraft der Manifestation trainieren. 7 Tage voller Wissenschaft und Geheimnissen, wie du dein Mindset transformierst und shiftest. Und ist natürlich auch alles mit drin im Preis, also auch die Übernachtung und Essen, auch für Veganer natürlich und die ganzen Workshops. Und für den Natural Biohacking Tribe gibt es auf dieses Abenteuer noch bis zum 14. Juli 10% Rabatt mit dem Code MindShiftItaly. Mindshift Italy sind 2 Worte, genau. Und wenn du noch tiefer in die Materie eintauchen willst, bekommst du aktuell auch noch die Early Bird Tickets für das Teacher Training von Into Infinity Anfang Februar 2020 in Goa. Und wenn dich dieses Thema immer noch nicht loslässt und du noch mehr Infos haben möchtest, dann geh auf jeden Fall auch auf intoinfinity.com, die 2 als Zahl geschrieben, also 2 als Zahl geschrieben.
Und dort findest du auch ganz viele Informationen zu Events, Online-Kursen und der Arbeit von Heike. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesen neuartigen Tools und Methoden. Vielleicht kannst du ja schon heute etwas davon umsetzen und mit Formen und Symbolen arbeiten, um effektiver zu manifestieren, aber auch um zu entspannen vielleicht oder kreativer zu werden. Stop acting small, die natural biohacker.